So, ich starte mal den Stream. Jetzt schon gleich live. Ja, super. Super cooles Wetter, wirklich. Ich bin gut ausgerüstet. Wasserfeste Schuhe, falls was runterkommt. Ich habe ja gehofft, dass es richtig regnet hier. Aber es regnet nicht, leider. Leider regnet es nicht. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier schon online ist. Ich glaube noch keiner. Ich schicke mal den Link rum. Ah, das ist ja hier ein Traum. Ich glaube, ich bleibe hier. Gucken. Wo bin ich denn? Bin ich schon live? Mister. So, ist mir ein bisschen zu schön, das Wetter. Mein Kanal. Wow, ich bin schon live. Sehr schön. Link kopieren. Und dann kriegt ihr den jetzt alle. Alle. Schwupp. So, und dann haben wir den dritten Verteiler. Schwupp. Und falls ihr keinen Sport machen wollt, dann nicht. Dann könnt ihr ja, was könnt ihr dann machen? Später vielleicht das Ganze angucken. Oder nichts machen. Freut euch, dass die Sonne scheint. Geht ein bisschen raus. Und selbst wenn es mal regnet, könnt ihr ja trotzdem rausgehen. Mit Regensachen und so weiter. Mega gutes Wetter, wirklich. Ich hatte ja auf dem Wetterbericht oft geguckt und ich dachte mir, krass, machst du hier so einen Livestream im Regen? Aber nee, blauer Himmel, vielleicht kommt noch was runter. So, wo machen wir denn Sport heute? Ach, einige kenne ich. Ja. Hallo, was macht ihr denn hier? Ja, ich würde mich hier bewegen. Sonne, wa? So, ihr zu Hause? Ja, wir gucken ja nicht viele zu. Aber ich starte mal für euch einen Trailer. Okay, ein Intro. Bam. Ach, muss ich hochschieben. So. Ha. So läuft eigentlich ab hier. Surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza. Anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia.
Danke, dass du sagst, Thomas, dass es kein Ton ist. Jetzt ist der Ton da. Ich hoffe nicht zu laut. Ich glaube nicht. Und die Woche war mega krass. Ich sag's nochmal. Die Woche war heftig. Eine heftige Sportwoche, wirklich. Und jetzt schließen wir das Ganze mit so einem Livestream ab für alle. Das Video wird auch immer da sein, das Sportprogramm. Ein paar Übungen von dem Kurs heute früh sind dabei. War ein richtig cooler Kurs. Und was noch? Ja, werdet ihr sehen. Ihr braucht auch keine Flasche. Flasche fällt doch raus. Also fällt weg. Ihr könnt aus der Flasche noch was trinken. Und Thomas, ich sag's dir nochmal. Ich hab's eben gesagt, du hast nicht gehört. Wir werden deine Musik hören und ich hoffe, der Stream wird nicht gestoppt, weil da gibt es ein paar rechtliche Sachen. Es wird der Headhunter, der wird uns begleiten in der ganzen Sportstunde und wird dich antreiben, Thomas. Wird dich mit deiner Frau zu Hause und dein Kind antreiben, Sport zu treiben, okay, Sport zu tun, bis ans Limit zu gehen. Komm, Thomas, geh mal einmal in dein Leben an dein Limit, okay? Einmal in dein Leben. Ich darf das sagen, Thomas ist mein Cousin. Gut. Starten wir, wa? Musik ist, wie gesagt, ein bisschen strenger. Ich hoffe, es geht euch nicht auf den Keks. Ich mach's nicht allzu laut. Bam. Musik, geht das so oder ist es zu laut? Ist ja so leicht im Hintergrund. Da muss ja ein bisschen Power sein, okay? Nur ein bisschen. Okay, starten wir. Matte, ihr braucht eine Matte. Und ihr braucht nichts weiter. Eine Flasche braucht ihr doch nicht, aber... ist nicht schlimm. So. Ihr habt alles im Blick. Thomas, du bist dabei. Auf geht's. Laufen wir auf die Stelle, wa? Ein bisschen. Ah, ich hab gehofft, es regnet. Es ist wirklich, ich hab echt gehofft, es regnet. Ich hab mal einen großen, einen strömenden... Leider. Genau, dann werden wir im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Wassern gewaschen. Okay, locker mal nach vorne boxen. Genau, locker. Ganz locker nach vorne boxen. Ein bisschen laufen. Schwupp. Arme nach vorne, Ellbogen nach hinten, Ferse anziehen. Ja, die Woche war, wie gesagt, ich habe es ja schon im Status gesagt, bei WhatsApp war heftig. Eine heftige Sportwoche. Viele Leute gesehen. Hat ganz gut funktioniert, bis auf einen Ort, Steglitz. Da hatten so ein paar Parkranger schlechte Laune. Den Fuß mal vorne innen berühren. Vorne innen. Mal gucken, ob sie heute noch vorbeikommen. Aber können ja nichts sagen. Eigentlich könnten wir hier richtig Sport machen heute. Ja, extra wasserdichte Schuhe angezogen. Ein schönes Sportprogramm heute. Das ist, gefällt mir selber. Das ist selten. Zweimal noch. Ein, zwei. Die Arme mal weit nach hinten kreisen. Wupp. Und mal nach vorn. Nach vorn. Genau, auch zu Hause. Wir werden auch nicht viel rumspringen. Also die Nachbarn haben Ruhe, okay? Eure Nachbarn haben heute Ruhe. Im Wechsel mal nach hinten. Und mal nach vorn. Vor, vor, vor. Okay, ein Hampelmann. Hopp, einmal tief gehen. Ein Hampelmann. Einmal tief gehen. Wenn du landest, lande hüftbreit, okay? Geh locker tief. Einmal den Hampelmann und tief. Yes. Zweimal noch. Einmal noch. Schwupp. Und direkt zur Matte. Du hast deine Matte ja... Du gehst nach vorne in Liegestützposition. Vor, vor, vor. Liegestützposition. Und dein Knie ziehst du nach vorne im Wechsel. Links, rechts. Kurz mal vorne halten. So eine halbe Sekunde vorne halten. Reicht völlig. Genau. Nee, alles gut. Läuft. Das dauert jetzt hier 40, 45 Minuten circa. Also nicht diese Übung, sondern das Programm. Okay. Den linken Fuß mal neben der linken Hand. Linker Fuß neben der linken Hand, ist klar. Linker Arm nach oben, Blick hinterher. Wunderschöner Himmel hier runter. Und bei euch zu Hause ist wahrscheinlich nur die Deckenlampe zu sehen.
rechtes Bein nach vorne, rechter Arm nach oben, der Blick hinterher und langsam wieder runter, Bein wieder nach hinten. Dein Knie mal diagonal zum Ellbogen raus, diagonal, leicht der Blick nach außen, dreimal, zweimal, eins und krabbel nach hinten, nach hinten, nach hinten, komm nach oben. Matte kannst du weglegen, der ganze Körper ist jetzt warm und einige Leute sind auch hier. Gucken, sieht man mich? Ja, alles gut. Ihr macht ja, einen etwas weiter als hüftbreiten Stand. Okay, wir gehen mal ein bisschen rein in die Beine. Diagonal mal zum Fuß fassen. Der andere Arm, der geht nach hinten. Andere Seite. Schwupp. Schwupp. Den Rücken relativ gerade lassen, aber rotiert, leicht, leicht rotiert. Okay. Erweitern wir die Übung. Jetzt mal den rechten Fuß berühren. Rechter Fuß bitte anfassen, genau. Jetzt, wenn du hochkommst, geht das rechte Bein direkt nach hinten. Ausfallschritt. Okay? Zurück, Fuß berühren. Wieder der rechte Fuß. Rechter Fuß, tief sitzen bitte, ganz wichtig. Aktiviere die Beinmuskulatur. Wir sind nur auf dem rechten Fuß. Und schwupp, schwupp. Nach hinten. Nach hinten, hoppala, letztes Mal und andere Seite jetzt, nur den linken Fuß berühren, hochkommen, nur linker Fuß und hochkommen, linker Fuß und hoch. Okay, nehmen wir das Bein nach hinten, linker Fuß berühren, hopp, aufrecht kommen, linkes Bein nach hinten, aufrecht, linker Fuß berühren. Und schwupp. Standard Kniebeuge hier vorne mit einer Rotation in der Wirbelsäule. Erstmal zum Abchecken. Ha. Dreimal, zweimal, eins und stopp. Lauf auf der Stelle. Ist eine sehr harte Kombination. Also da haben sich heute früh in den Kursen einige die Zähne ausgebissen. Aber richtig extrem. Gibt es auch eine Steigerung gleich? Es gibt heute keinen Regen mehr. Leider. Leider. Ich habe gehofft auf diese Dusche hier. Okay. Jetzt die richtige Runde. 40 Sekunden pro Seite. Ah, ist doch Sonntag. Wir machen 60 Sekunden. 60 Sekunden ist gut. Okay, alle da? Und nur einbeinig arbeiten. Das heißt, wir fangen mal mit rechts an, berühren den rechten Fuß. Wenn wir aufrecht kommen, nehmen wir das rechte Bein nach hinten. Ich zeige nochmal ganz kurz. Das heißt, schwupp, schwupp. Okay? Auf geht's. 60 Sekunden. Let's go. Jetzt. Fuß berühren. Genau. Das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwer, weil deine Beine müssen permanent arbeiten. Hier hast du eine ganz kurze Pause, wenn du oben bist, aber nicht wirklich Pause. Also, es ist hier wirklich dramatisch. Und das hier schon, na, der Fuß, den du anfährst, der geht eigentlich nach hinten. Andersrum. Einige machen hier mit. Machen das ein bisschen andersrum. Und wir haben hier noch 30 Sekunden auf dem Bein. Ah, du zu Hause, du kannst ja jetzt einfach auf die Couch gehen. Aber hier ich, die Leute, die hier sind, die wollen ja hier mitmachen und irgendwie was mitnehmen. Ich weiß nicht was, aber sieht nach Muskelkater aus. Komm. Und Gesundheit natürlich. 12 Sekunden. Ah! Ist nicht lustig. Die Übung ist echt hart. Und come on. Einmal nach vorne. Einmal nach hinten. Wow, was ist das? Gibt's ja gar nicht. Ah, heftig. Das ist hart. Hier fliegen schon die ersten Sachen. Ah. Andere Seite. Okay. Bereit. 60 Sekunden. Berühre deinen anderen Fuß. Also den Fuß, wo das Bein gerade so müde ist. So müsste es sein. Du hast mitgemacht? Bei dir andersrum. Du hast es andersrum gemacht.
Hast du mitbekommen? Du hast den Fuß, den du nicht berührt hast, den du berührt hast, hast du nicht nach hinten genommen. Ist nicht schlimm. Wichtig, dass du das jetzt genauso machst. Nur auf dem anderen Bein. 3, 2, 1, Fuß berühren. Jetzt bei mir der linke Fuß und der linke Fuß geht nach hinten. Sollte bei euch auch so sein. Ich weiß gar nicht, ob ich spiegelverkehrt bin. Egal, es gibt keine Ausrede. Weiter. Komm. 60 Sekunden ist hier echt hart. Weiter. Ganz viel Sinn. Ist richtig fies, Sven. Ein Sven guckt zu. Nicht guckt zu, er macht mit. Er weiß, dass es fies ist. Deswegen schreibt er das. Ja, vom Gucken kriegst du keinen Muskelkater, oder? Hat jemand schon mal Muskelkater in den Augen gehabt? Nochmal. Tief gehen. Ah, ich muss ja meinen Fuß berühren hier, Mensch. Puh. Quatschen und machen. Wir haben noch 17 Sekunden. Wow. 10 Sekunden. Jetzt ist es Krise. Jetzt ist die Krise da. Tief sitzen. Rausdrücken. Einmal noch. Vorne, einmal hinten. Ah. Heftig. Das ist hart. Locker kurz die Beine. Ah, da setzen wir noch einen drauf, okay? Da setzen wir noch einen drauf. Aber erstmal Pause. Ja. Wenn wir einen draufsetzen, dann muss ich was runterschrauben, und zwar die Zeit. Jetzt ist das Ganze im Sprung, im Wechsel. Heißt, du springst leicht hoch, wirklich mini, du bist nur ganz leicht über den Boden, so wirklich ein kleines bisschen. Und ja, das alles ist ein bisschen fließender so dadurch. Wichtig ist, wieder den Fuß berühren, die Zeit kurz, leicht hochspringen, hopp. Hopp, okay? Ganz leicht hoch, wirklich nur ganz leicht abheben. So, dass der Nachbar sagt, okay, da ist ja nun, da fällt ja nur irgendwas runter, die permanent, was Kleines. Auf geht's, 40 Sekunden. Wir testen mal ganz kurz. Fuß berühren, hopp. Fuß berühren und hopp. Okay, nur so zum Testen. Okay, reicht schon. Die eigentliche Runde beginnt gleich. 40 Sekunden. Nimm eine Seite, 40 Sekunden pro Seite. 40 Sekunden nur, 20 Sekunden weniger. Kriegen wir hin. Auf geht's. 3, 2, 1. Jetzt geht's los. 1. Leicht springen. Aufrecht bei dem Ausfallschritt, ganz wichtig. Das ist jetzt wirklich hier à la Bonheur. Come on. Hau dich rein. Puh. Rücken gerade. Arm raus. Ah. 18 Sekunden, 17. Ah. Ja, es ist warm hier. Und kraftlos hier in den Beinen gleich. Ah, shit. Wow. Come on. 5 Sekunden. 4, 3. Einmal noch tief. Was ist das denn? Oh, es ist heftig. Ist es heftig? Nee. Ich habe schon viele Beinübungen gemacht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es so eine harte war. Irgendwann mal, oder? Weiß gar nicht. Andere Seite. 40 Sekunden. Alle bereit? Gib dir noch Sekunden. 4, 3, 2, 1. Auf geht's. Berühr deinen Fuß. Come on. Bein nach hinten. Aufrecht. Auch gut für die Wirbelsäule, so leicht rotiert. Ist ganz angenehm, wenn du den Arm gestreckt rausnimmst außen. Come on. Jetzt passiert. Wir haben noch 12 Sekunden. Was ist das? Es geht nicht mehr. 5 Sekunden. Was ist hier los? Heftige Übung. Pause. Geht ein bisschen. Ja, wir müssen jetzt rumliegen. Bei der Sonne müssen wir rumliegen.
und uns Sonnencreme holen. Nice. Nein. Aber es ist auf jeden Fall was auf der Matte jetzt. Schnappt euch die Matte. Die Matte. Und ihr habt die Matte vor euch. Ihr steht am Anfang der Matte. Die Beine wollen. Ja. Die Beine wollen jetzt schon nicht mehr. Oder Thomas? Wie sieht's aus? Ja? Jetzt nochmal eine Couch schnell nach oben. Im sechsten. Ohne Lift. Die passt nämlich nicht im Lift. Nee, mach eine Pause. Ja, warte, man könnte jetzt schlafen. Wie gesagt, machen wir schlafen, wenn ich möchte. Ganz fies, Jungs, richtig fies. Komm. Okay, du stehst am Anfang deiner Matte. Oder hast du einen Meter vor dir? Oh, die Übung ist immer noch in den Beinen drin. Beine nach außen, Zehenspitzen nach außen. Genau, sehr weit nach außen. Leicht mal links, rechts, tief, Oberkörper nach vorn. Den Fuß mal diagonal berühren. Oh. Weg mit der Mitte. Yes, diagonal berühren den Fuß. Lass mal beide Beine gestreckt. Ganz kurz zur Entspannung. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Übung. Haben wir heute früh gehabt. Eine kleine Abwandlung. Du gehst zur Mitte, krabbelst nach vorne, nach vorne. Füße zusammen. Okay, ein Liegestütz. Tief gehen, hoch gehen. Beine nach außen, krabbeln nach hinten. Und diagonal den Fuß links und rechts berühren. Vor wieder Füße nach vorne, jetzt zusammen. Einmal tief gehen, hoch gehen, geht natürlich auch im Kniestand. Beine nach außen und krabbeln nach hinten und diagonal. Hopp, hopp. Auf geht's. Hier, Füße zusammen. Übung läuft übrigens, ja? Auch zu Hause, Beine nach außen. Ist jetzt kein Stress, kein Stress. Lass dir Zeit. Links, rechts, tief, langsam nach vorne krabbeln. Füße zusammen. Tief gehen, hoch gehen. Beine nach außen. Wieder nach vorne. Füße zusammen. Einmal tief gehen, hoch gehen. Beine nach außen, nach hinten. Und dann komm nach oben. Yes. Puh, bisschen gehen. Die Sonne brennt. Ah. Irgendjemand schreibt wieder was. Paula. Es geht noch was, Paula. Paula, wir sind hier hinüber. Es geht noch was. Ah, wir haben ja erst den Anfang. Also wir haben ja noch ein paar Sachen, okay? Ein paar Sachen. Okay, jetzt geht's in die Plank. Die gleiche Bewegung. Nur hier durch zweimal nach links und rechts raus. Das heißt, eins, zwei, eins, zwei. Körbel nach vorne. Füße zusammen. Ellbogen ablegen, Ellbogen ablegen. Hochdrücken, hochdrücken. Beine nach außen, Krabbel nach hinten. Und dann zweimal links, rechts, eins, zwei und läuft. Zwei. Krabbel nach vorne wieder, Füße zusammen. Die Plank. Hoho. Beine nach außen. Yes. Zweimal links, eins, zweimal rechts. Wieder zur Mitte. Leicht nick die Ellbogen ab, Füße zusammen. Drück dich nach oben. Beine nach außen kannst du natürlich auch so gesprungen machen, Schopp. Und links, rechts. Zweimal links, rechts. Können wir auch wechseln machen. Und Beine nach vorne wieder. Ja, Arme nach vorne. Und dann, schwupp, wenn funktioniert, kannst du auch mit Schwung machen. Die Füße zusammen. Die Plank. Hoch, hoch. Und Beine nach außen. Come on, weiter. Weiter. Links, rechts, links, rechts. Gerade nach vorne. Füße zusammen. Plank. Hochdrücken. Außen. Links, rechts. Letztes Mal, bitte, einen haben wir noch. Vor. Füße zusammen. Plank, plank. Hochdrücken, hochdrücken, dann kannst du die Knie ablegen. Knie ablegen und entspann dich. Sehr gut. Jetzt war nichts Dramatisches, es war halt einfach nur ein bisschen Beweglichkeit in der Hüfte, ein bisschen die Armkraft. Gut, um mal wieder reinzukommen nach einer langen Pause. Zweimal noch. Eins, zwei. Okay, wir sind im Kniestand und wir gehen hier weiter. Übung.
erweitern wir wieder. Hier geht's wieder mit den Beinen nach außen. Links, rechts, links, rechts. Tief gehen. 1, 2, 3, 4. Zur Mitte krabbel wieder nach vorne. Füße zusammen. Ein Liegestütz. Einmal Liegestütz. Hochdrücken, Plank. Hochdrücken. Beine nach außen. Krabbel nach hinten. Und hier aufrecht jetzt. Ein bisschen aufrechter. Bei der Position links, rechts, links, rechts. Ja, hier fliegen die Klamotten durch den Park. Bob, ein Liegestütz. Einmal die Plank, wenn es geht. Hochdrücken. Beine nach außen. Come on. Links und rechts tief. Krabbel wieder nach vorne. Ein Liegestütz, geht doch einer. Plank. Hochdrücken. Beine nach außen. Hopp, hopp. Letztes Mal, einen haben wir noch. Ein noch. Hopp zusammen. Ein Liegestütz nicht vergessen. Hochdrücken. Die Plank, Plank. Und Knie ablegen. Knie ablegen, Arme nach vorne, Oberkörper tief, Kopf ein bisschen fallen lassen. Und entspann dich. Entspann dich. Ja. So, ihr macht weiter. Ich mach mal die Musik bei euch aus. Ist nicht schlecht, war die Musik, oder? Ich mach mal aus. Schwupp. Dann hört ihr die ganze Zeit hier ein bisschen Vögel, jetzt wird's auch. Und ihr könnt euch ein bisschen konzentrieren jetzt. So. Weiter geht's, wa? Okay, wir bleiben bei den Liegestützen. Den Liegestütz nehmen wir mit in die nächste Übung rein, in die nächste Bewegung. Du bist in Liegestützposition. Okay. So, Knie leicht angewinkelt. Du gehst nach hinten, nach vorne. Liegestütz. Einmal vorne klatschen, einmal hinten klatschen. Hochdrücken, die Füße leicht nach vorne nehmen. Dann gehst du nach hinten und nach vorne. Einmal vorne, einmal hinten. Ich zeig nochmal ganz kurz, wenn du hier dich hochdrückst, hier nach hinten hast du die Knie über dem Boden, okay? Und die Füße machst du so ein bisschen klein, mit einem kleinen Hopp nach vorne. Gehst hier tief in die Hocke, gehst nach vorne, Beine wieder leicht nach hinten und lässt dich runter. In Kniestand geht das natürlich auch. Arme einmal klatscht vorne. Rücken anspannen, Füße auch leicht nach oben. Hände im Boden. Und hier kannst du natürlich auch die Knie ablegen. Das ist hier leichter ein bisschen. Okay? Hier Füße nach hinten, vorne leicht nach hinten setzen. Okay, die Übung ist klar. Starten wir, wa? Gebt euch noch 20 Sekunden. Komm, 20 Sekunden zu Hause auch. Dann können wir hier aus den Vollen schöpfen. 20 Sekunden kurz Pause. Weil es so schönes Wetter ist. Ich glaube, ich gönne mir hier nach der Stunde was. Ist ja echt wunderbar. Wunderbar. Okay, bereit? Hände unter die Schultergelenke. Zehenspitzen im Boden. Hochdrücken und nach hinten lehnen. Auf geht's. Schwupp. Vor. Ablegen. Einmal vorne, einmal hinten. Einmal vorne, einmal hinten. Hopp. Hopp. Wenn wir hier 12 Wiederholungen machen, ist das wunderbar. Yes, yes. Vor, hinten. Und schwupp, schwupp. Vorne, hinten. Come on. Sachte ablegen, ganz sachte. Come on, mach mal auf 4 noch. 4. Ah. Noch 3. Ah. Haltet durch. 2-mal noch, bitte. Huh. Ah. Vorne, hinten. 1-mal noch. Einmal vorne. Einmal hinten. Kopf auf die Hände ablegen. Entspann dich. Hast du dir verdient eine kleine Entspannung? Ruhig einatmen, ausatmen. Pendeln mit deinem Becken von links nach rechts. Die Hüfte so ein bisschen locker machen. Ja, so ist das hier. Knie angewinkelt, Hände unter die Schultergelenke, drück dich nach oben. Und komm nach oben. Yes, trink kurz was. Kurze Trinkpause. Kurze Pause, muss sein.
Genau. Paula, da geht noch was. So. So. Es geht gleich weiter in Kniestand. Kniestand. Alle bereit? Kniestand. Und zwar Kniestand. Du hast die ganze Matte vor dir. Okay, wir gehen wieder zurück zur vorigen Übung. Wir nehmen da was mit. Einmal hier die Hände in den Boden, Beine nach außen. Links tief, links rechts tief gehen. Zur Mitte, Knie ablegen, ein Bein nach vorne, hochgehen, Bein zurück. Anderes Bein nach vorne, hochgehen, Bein zurück. Hände wieder in die Matte, hopp, Beine nach außen und links rechts tief, okay? Lass dich nach vorne fallen, hopp, Knie hier abgelegt, ein Bein nach vorne. Das ist jetzt ganz entspannt, okay? Alle bereit? Schwupp. Kniestand. Wir starten. Hände in den Boden, Beine nach außen, hochkommen. Links, rechts, tief. Einmal links, einmal rechts. Lass dich wieder nach vorne fallen. Knie ablegen, ein Bein nach vorne, hoch. Anderes Bein nach vorne, hoch. Das ist ja entspannt. Ha. Links, rechts. Lass dich vorne fallen. Und hoch. Andere Seite. Und hoch. Yes, wieder Hände in den Boden, hopp, und links, rechts, tief. Lass dich vorne fallen, schwupp, ein Bein hoch, vorne, anderes Bein, ha, und Bein nach hinten, links, rechts, tief, schwupp, hoch, und andere Seite, Pause, Pause. Die Übung bauen wir jetzt auf. Da gibt es gleich einen Zusatz. Ah, Luft. Ich zeig kurz. Ihr könnt ja noch zugucken. Und zwar, du bist in der Position, machst wieder genau das gleiche. Links, rechts, tief gehen. Hopp. Jetzt, wenn du ein Bein nach vorne nimmst, nimmst du das hintere Bein, wenn du hochkommst, nach oben. Heißt hoch, runter, mach ein anderes Bein. Hoch, runter. Okay? Wenn du Lust hast, kannst du hier auch ein bisschen hochspringen, wenn der Nachbar nichts sagt. Also hier. Leicht hoch, lande wieder tief. Ist halt eine Frage der Nachbarschaft. Okay, ihr startet wieder hier. Knie abgelegt, relativ weit nach hinten gesetzt schon. Also ihr seid hier sehr weit nach hinten gesetzt. Die Hände dicht an den Knien und hopp, Bein nach außen. Links, rechts, tief. Tief gehen, Beine ran, ein Bein nach vorne. Hochgehen, hopp, anderes Bein nach vorne. Hochgehen, ja, ist auch eine Kopfsache. Hände wieder ran, Bein nach außen, hoch. Links, rechts, tief. Schwupp. Knie nach oben, schwupp. Andere Seite. Das geht ja. Und jetzt mal ein bisschen zackiger. Komm, eins, zwei. Knie abgelegt, hopp. Mit Sprung, wenn möglich. Anderes Bein. Und hier haben die Beine ja so ein bisschen Pause. Bisschen Entspannung. Komm, 20 Sekunden. Hoch. Andere Seite. Hoch, schwupp, Hände ran, Bein nach außen, links, rechts. Einen haben wir noch, eine Chance. Letzte Chance. Schwupp, Bein nach hinten. Schwupp, Bein nach hinten. Hopp und Pause. Sehr gut. Darauf können wir aufbauen. Entspannen, ein bisschen gehen. Entspann dich. Ah, kurze Pause. Ja, falls jemand dabei ist und Sport macht, kann mir ja mal ein Foto schicken. Dass ich sehe, ob da wirklich jemand Sport macht. Ja? Oder falls jemand das Video irgendwann wieder guckt und das Workout macht.
ist es, wie gesagt, ein cooles Workout. Bisschen Zeit haben wir noch. Okay, wir gehen runter in die Liegestützposition. Liegestützposition. Och nö. Etwas weiter als Schulterbreit. Etwas weiter als Schulterbreit. Beine ein bisschen nach außen, eine Lücke lassen und mal aufdrehen. Links und rechts. Das ist easy. Machen wir noch 2, 3 pro Seite. Okay. Knie wieder ablegen. Okay, wir verbinden diese Übung mit einer aus der vorigen Runde. Vorvorigen Runde. Und zwar diese Übung. Hopp. Bein nach hinten außen, nach hinten. Aufdrehen. Aufdrehen. Beine leicht nach vorne, nach hinten setzen. Vor. Okay, alle da? Alle da? 50 Sekunden. 50 Sekunden ist eine gute Zeit. 3, 2, 1, auf geht's. Und hoch. Nach hinten. Aufdrehen. Links und rechts. Nach hinten aufdrehen. Links und rechts. Schwupp. Füße leicht, mit einem leichten Hops nach vorne. Und die Arme müssen hier natürlich viel machen. Hopp. Rausdrehen und rausdrehen. Versuch durchzuhalten, auch wenn es jetzt schwer wird. Komm. Zeit ist fast vorbei. Komm. 15 Sekunden. Bah. Bah. Sehr fleißig. Füße nach vorne. Setz dich nach hinten. Ah. Ah. Letztes Mal. Hopp. Aufdrehen. Und hopp. Sehr schön. Greif dir deine Matte. Geh in Rückenlage auf der Matte. Deine Arme haben Pause. Arme haben Pause. Rückenlage ist gut. Rückenlage kann aber auch dramatisch sein. Wir greifen die Bauchmuskulatur an. Und zwar das Ganze jetzt hier, Beine ein bisschen nach außen, also Knie nach außen, die Füße hier zusammen. Und hier gibt es natürlich ein paar Hilfsmittel, ein paar Tricks bei dieser schweren Bauchübung. Okay, du lässt dich mal nach hinten, runter, Arme nach hinten und vor. Geht das? Wenn du hier Schwierigkeiten hast, wieder hochzukommen, kannst du deine Arme als Hilfsmittel nehmen. Fäuste machen, die Armmuskulatur aktivieren und hier wütend nach oben. Du kannst auch brüllen und schreien. Okay? Je langsamer du hier arbeitest nach oben und ohne Arme, je schwerer wird es natürlich. Okay? Auf geht's. Versuch die Füße zu berühren vorne. Füße berühren. Arme nach hinten, schön den Bogen aufspannen, die Übung. Übung läuft. Bauchmuskulatur. Ausatmen nach oben, einatmen runter. Eieiei. Come on, jetzt geht's los hier. Erste Bauchübung richtig hier. Die Plank hatten wir ja vorhin schon gehabt. Bisschen Bauch. Wenn du hier Schmerzen im Rücken hast, solltest du natürlich aufpassen. Aufpassen. Eieiei. Come on, 5 noch. 4. Sit-up. Das ist ein Sit-up. Wir stehen ja auf hier fast. Come on, noch 2. Noch einer. Hopp, lass dich runter. Die Füße hüftbreit aufgestellt. Die Knie hüftbreit. Hände am Kopf. 20 Crunches. 20. Schulterblätter hoch und runter. Ganz leicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da machen wir noch 5, noch 4, noch 3, 2, 1. Wow, jetzt merkt man was. Jetzt. Cool. Greif die Knie, greif deine Knie, entspann dich. Entspann dich, lass den Kopf entspannt liegen. Und dann. Kopf anheben mit einem Schwung nach vorne. Locker die Beine ein bisschen. Ah. So ist entspannt. War so sitzen, so ein bisschen. Ein paar Bauchübungen. Ein bisschen Sonne genießen. Da. Zweite Runde, wa?
Auf geht's. Zweite Runde. Beine nach außen. Ah. Relativ aufrecht sitzen. Ich weiß, viele haben hier Probleme. Ich auch wirklich. Ich kämpfe hier mit meinem Rücken. Und nach hinten wieder. Geht wieder nach hinten. Hopp. Und komm nach vorne. Berühr den. Uah. Wichtig ist Atmung. Atmung ausatmen. Vermeide die Pressatmung. Pressatmung gefährlich. Beim Training ist Pressatmung sehr, sehr gefährlich. Und come on, ein bisschen noch. Sechs. Und noch fünf Wiederholungen. Come on. Vier. Drei. Lala. Zwei. Noch einmal bitte. Hoch. Und runter. Füße hüftbreit aufgestellt. Knie hüftbreit. Hände hinter den Kopf. 20 Crunches. 20 hinterher. Direkt. Hände leicht am Kopf. Die helfen dir. Oder die helfen den Nacken so ein bisschen. Wow. Es brennt, es brennt, es brennt. Oh, noch weiter. Noch weiter. Sieben. Sechs. Und fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Oh, Hilfe. Arme nach außen, lass den Kopf ab. Und entspann dich. Okay. Knie greifen. Kopf immer noch abgelegt. Deine Knie einfach greifen. Und lass die Schulter tief. Lass die Schulter locker. Der Nacken ist entspannt. Wichtig, nicht unter Stress stehen hier in dem Programm. Kopf anheben mit einem Schwung nach vorne. Mit einem Schwung nach vorne. Und den Knie stand. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Ja, ihr könnt was trinken kurz. Kurze Trinkpause. Dann gibt es den nächsten Teil. Dritter Teil. Dritter Teil geht nochmal richtig ab. Dritter Teil geht nochmal richtig ab und dann geht es wieder in die entspanntere Phase. Geht's? Boah. Regen. Hab mich richtig ausgerüstet hier noch. Regenjacke und so Zeug. Aber braucht man ja nicht. Ist ja hier alles. Ja. So, auf geht's, wa? Ihr müsst wieder aufstehen. Aufstehen! Da geht jetzt noch was, Paula. Aber da geht jetzt richtig was. Wir sind ja hier schon. Ey, wir sind schon so lange dabei. Gibt's ja gar nicht. Was haben wir gemacht? Gibt's ja gar nicht. Wir sind ja schon 40 Minuten dabei. Wo ist die Zeit hin? Nichts gemacht. Nichts. Wir brauchen mal die Matte. Nee, Quatsch, wir brauchen die Matte gar nicht. Sorry. Matte ist jetzt erstmal hinüber. Ihr braucht den Boden. Ihr braucht ein bisschen Energie. Komm, die haben sich jetzt auch erholt. Übung von vorhin. Ich gehe nochmal durch. Wir haben ja diagonal den Fuß berührt. Dann waren wir hinten. Und hier jetzt gehen wir nochmal extra nach oben. Okay? Einbeinig, 40 Sekunden links, 40 Sekunden rechts. Kurz mal die Bewegung checken. Wir checken kurz die Bewegung. Berührt mal den rechten Fuß. Wir machen mal den rechten Fuß. Da sind wir alle gleich. Rechter Fuß, rechtes Bein. Das geht jetzt nach hinten, was du gerade berührt hast. Hopp. Das rechte Bein, was da hinten ist, geht jetzt nach oben vorne. Spring leicht hoch, wenn möglich, wenn nicht, dann nicht. Lande hier und geh wieder hier tief. Ab, rechter Fuß wieder berühren. Aufrecht, rechtes Bein nach hinten. Und hier kurz abheben, wenn möglich. Und landen, okay? Bewegung. 40 Sekunden auf dem Bein, rechtes Bein. Wird angefasst. Ah! Come on. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt tief gehen. Fuß berühren. Bein nach hinten. Sprung, wenn möglich. Tief gehen, Bein nach hinten. Sprung, wenn möglich. Lande hinten sauber wieder. Ha. 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 Tief gehen. Bein nach hinten. Hochgehen, lande wieder sauber hinten. Das ist hier jetzt nicht
Nicht lustig, wirklich nicht lustig. Boah, was ist hier los? Komm, zwei noch. Ah, ein noch. Bab, bab. Und Wechsel, direkter Wechsel. Jetzt. Fuß berühren, anderer Fuß. Bein nach hinten. Hoch, lande. Fuß berühren, der gleiche Fuß geht nach hinten. Knie nach oben. Lande sauber und geht tief. Come on. Zeit läuft hier. Bap. Beine beugen nicht vergessen, ja? Immer tief. Hoppala. Und tief gehen. Knie hoch. Ah. Zwei noch. Und der letzte hoch. Und vorbei. Es brennt. Die schlimmste, wa? Die ist anders. Die Übung ist vom anderen Stern. Puh. Okay, wir kümmern uns gleich um den Rücken. Arme ein bisschen nach außen. Links und rechts ein bisschen rausdrücken, rausdrehen. Jetzt ein bisschen entspannter. Die Übung sieht vielleicht von außen, wenn man die nie macht, noch nicht gemacht hat oder nicht mitgemacht hat, sehr leicht aus, aber diese Beinübung, heftig, heftige Kombination. Puh. Auf geht's. Rücken, wichtig, Schulter tief lassen, wenn wir so eine Rückenübung machen, generell immer Oberkörper nach vorn, stütze dich mal ab, hier ist es entspannt, hier ist es super entspannt. Wichtig ist, dass du jetzt nicht so rund bist, sondern deine Rückenmuskulatur anspannst, so ein gefühltes Hohlkreuz machst. Achte darauf, dass deine Füße etwas weiter als Hüftbreite sind. Keine X-Beine bitte. Arme runter. So leicht, leicht nach vorn. Und jetzt zweimal nach oben wippen. Eins, beim zweiten Mal oben bleiben. Zweimal klatschen. Eins, zwei. Und runter. Eins, zwei. Und wieder runter. Eins, zwei. Rücken gerade, ganz wichtig. Ich sehe euch leider nicht zu Hause. Aber macht ein gefühltes Hohlkreuz, okay? Eins, zwei. Bauchmuskulatur so ein bisschen anspannen. Bauchnabel nach innen ziehen. Und Schulter tief lassen. Eins, zwei. Come on. Eins, zwei. Drei Wiederholungen haben wir noch. Zwei. Letztes Mal. Bap, bap. Oberkörper tief. Entspann dich. Lass den Kopf fallen. Lass die Arme warm. Lass den Kopf richtig fallen. Oh. Hast geschafft. Komm, ist die vorletzte Übung schon. Und langsam nach oben kommen. Ist schon die vorletzte Übung. Wir sind hier fast durch. Davon gleich eine zweite Runde. Leicht nach außen neigen. Rotieren, nicht neigen. Rotieren. Ja, die ganze, das ganze Programm ohne Geräte. Also ihr braucht hier höchstens eine Matte. Nicht mal ein Handtuch würde es auch machen. Oder ein Teppich oder ein schöner Rasen. Selbst ein Stein geht hier. Auf geht's. Zweite Runde. Gleiche Übung. Oberkörper vor. Wichtige Übung. Wichtige Übung. Rücken gerade. Kann ich jedem empfehlen. Jeden. Achter. Stabil im Rücken bleiben. Schulter tief. Und Knie leicht gebeugt. Zweimal nach oben wippen. Eins. Zwei. Zweimal klatschen. Eins. Zwei. Arme runter leicht. Eins. Zwei. Puh. Weitermachen. Und eins. Zwei. Bap, bap. Eins, zwei. Eins, zwei. Klatsch, klatsch. Come on. Noch fünf. Noch vier. Eins, zwei. Jetzt wird's kritisch. Drei. Bad, zwei. Letztes Mal. Eins, zwei. Und aufrecht. Ah, ihr merkt den Rücken. Das ist der Rückenstrecker. Die Rückenmuskulatur leicht nach außen drehen. Wichtig. Nach außen neigen. Nach außen. Rücken. Da gehen wir weiter. Einmal hier die Matte. Letzte Übung. Letzte Übung.
Kniestand auf der Matte. Schwupp. Seht ihr mich? Ich weiß gar nicht. Ich sehe das Bild auf dem Laptop immer auf, ein bisschen verzögert, deswegen muss ich mal hier so anders umstellen. So, jetzt sieht man nicht. Man sieht mich doch. Perfekto, genau. Okay, Kniestand auf der Matte. Vierfüßlerstand. Die Knie unter die Hüftgelenke. Nichts Dramatisches. Hier die Hände unter die Schultergelenke. Okay? Nennt man auch Tabletop-Position. Rücken gerade, ganz wichtig. Zehenspitzen im Boden. Deine Zehenspitzen also zu dir gezogen. Wichtig, dann ist die Wade ein bisschen aktiver, ein bisschen mehr Stabilität. Der rechte Arm nach vorne. Hopp, die Handfläche nach innen. Okay, Übung kennt ihr. Linkes Bein, diagonal das. Bein nach hinten gestreckt, Zehenspitze angezogen. Bein richtig schön durchgedrückt. Bauchnabel nach innen ziehen. Okay, und jetzt gehst du mit dem Bein und dem Arm leicht nach außen, minimal nach außen und nach innen. Minimal nach außen. Weniger ist hier mehr bei der Übung. Okay. Weiter. Dein Körper, deine Wirbelsäule bewegt sich gar nicht raus, okay? Bewegung nur aus dem Schultergelenk und hier aus dem Hüftgelenk. Zweimal. Eins. Und zwei. Die gleiche Seite. Wir machen weiter. Ellbogen diagonal zum Knie. Beug dich unterm Körper. Den Kopf auch so fallen lassen. Jetzt mach dich wieder lang. Beug dich. Hopp. Und mach dich lang. Zehenspitze anziehen, wenn du dich lang machst und wenn du dich beugst. Okay? Ha. Rückenstrecker. Nochmal erreichen. Come on. Dreimal. Beugen. Und strecken. Zweimal. Eins. Und letztes Mal. Beugen und strecken. Und lösen. Sieht total easy aus, war aber. Hat es in sich nach der vorigen Übung auch jetzt nochmal einen draufgegeben. Auf dem Rücken, andere Seite. Ist klar, Hände unter die Schultergelenke, Knie unter die Hüftgelenke. Achte darauf, wenn du hier die Hände und die Knie richtig positionierst, hast du hier schon die halbe Miete bei der korrekten Ausführung. Jetzt der linke Arm nach vorne, Handfläche nach innen, die Fingerspitzen die Fingerspitzen sind zusammen. Schulter aber tief weg von den Ohren. Diagonal das Bein nach hinten, Zehenspitze angezogen. Schön durchgedrückt, den Oberschenkel anspannen. Leicht nach außen, leicht nach innen. Leicht nach außen, minimal nach innen. Muss gar nicht weit sein. Und weiter. Und weiter. Weiter, weiter, weiter. Nach außen und nach innen. Und jetzt die Beugung und die Streckung. Beugen und strecken, lang machen. Zehenspitze anziehen. Gibt dir ein bisschen mehr Stabilität. Beugen, Kopf schön fallen lassen. Strecken, minimal überstrecken sogar. Leicht überstrecken. Eine Rückbeugung in der Wirbelsäule. Kann ja die Wirbelsäule machen. Macht's ja, die Bewegung kann sie ja. Wichtig ohne Schmerzen. Oi, 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 drei. Und zwei. Noch einer. Okay, lösen. Knie abgelegt. Leicht links, rechts. Ach komm, machen wir noch eine zum Abschluss. Eine zum Abschluss. Die Plank. Machen wir so eine kleine Plank-Challenge, okay? Bauch. Klar, die Schulter ist jetzt ein bisschen müde von den ganzen Rausdrücken. Aber die Plank machen wir jetzt nochmal. Mit so ein paar Drehbewegungen. Vielleicht schaffen wir ja so 4 Minuten mit den Tricks, die wir jetzt so ein bisschen anwenden. 4 Minuten? Ist ja nicht so, dass ich Langeweile habe, aber 4 Minuten. 4 Minuten können wir mal investieren. Okay? Was denn? Wie will man was werfen nach mir? Puh, alle bereit? Plank ist klar. Wichtig, Ellbogen unter die Schultergelenke und mach dich so ein bisschen runter. Also hier machst du einen kleinen Buckel. Das aktiviert die Sägemuskulatur. Okay? Sägemuskulatur, Bauchmuskulatur. Mach dich so ein bisschen kompakt, so ein bisschen rund. Ist nicht schlimm bei der Übung. Und wichtig, die Füße zusammen. Nee, die Füße. Genau, die Füße machen wir zusammen am Anfang. Beine angespannt. Das hilft uns auch ein bisschen. Ist hier ein bisschen. Geht ein bisschen bergab hier. Ich habe hier die Arschkarte. Auf geht's. Achso, ich muss ja mal die Zeit. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir hier machen.
4 Minuten und wir schaffen das mit ein paar Tricks, okay? Wir gehen manchmal so ein bisschen in die Seite rein, aber die 60 Sekunden bleiben wir erstmal standardmäßig in die Plank. Alle mal Ellbogen unter die Schultergelenke, Beinstrecken, Füße zusammen, Beine angespannt und ab jetzt geht's los. Jetzt geht's los, diese kleine Plank-Challenge. Komm, morgen die 4 Minuten ist ja easy. Hier gibt es noch ein paar Spaziergänger. Können eigentlich mitmachen, aber sehen so gemütlich aus. Heute nicht. Der Hund muss heute ausgeführt werden. 20 Sekunden haben wir schon. 4 Minuten, wie viel sind denn das? Wie viele Sekunden? 240 Sekunden? Hört sich viel an, ist auch viel. 30 Sekunden haben wir schon. Jetzt spannen wir mal richtig den Bauch an und die Schulter stark lassen. Die Beine angespannt. Ich könnte euch jetzt irgendein Märchen erzählen, das euch ein bisschen ablenkt. Ah ja, der Virus ist da. Aber egal, wir sind trotzdem hier aktiv. Ist ja nicht so, dass wir keinen Sport machen dürfen. Come on. 8 Sekunden. Bis. Ja, da ist die Minute vorbei. Dann machen wir ein bisschen leichter gleich. Drehen wir den rechten Unterarm nach innen. Beine nach außen, die Knie bitte nicht ablegen. Und dreh dich zur Seite, okay? Locker mal den Arm. Einen Arm locker. Den anderen Arm wieder ablegen. Jetzt nach innen wieder und dreh dich zur anderen Seite. Das hilft uns ein bisschen. Leg die Knie hier niemals ab. Okay, geh wieder nach vorne. Klassische Plank kurz. Füße jetzt so ein bisschen hüftbreit aufgestellt. Und Arm wieder nach innen. Dreh dich nach außen. Ja, der andere Arm hier, der kann ein bisschen abgelegt werden. So ein bisschen hier. Dreh dich zur anderen Seite. Plank. Side Plank. Genau. Bisschen die Seiten hier bearbeiten. Wieder nach vorne. Gerade. Da haben wir schon fast die 2 Minuten geknackt. Und wieder rausdrehen. Rausdrehen. Hopp. Das ist hier eine Herausforderung jetzt hier. Und wieder Wechsel. Hier ist entspannt. Da kann man einen Arm, eine Seite entspannen. Ah, die Knie bitte nicht ablegen. Come on, die 2 Minuten haben wir schon. Bergfest. Wieder nach vorne. Klassische Plank. Bewegen wir mal ein bisschen die Fußgelenke. Komm. Ganz leicht. Ah, das ist hart. Wieder rausdrehen. Rausdrehen. Hopp. Locker einen Arm. Der Arm muss sich so ein bisschen entspannen. Und Wechsel. Oftmals ist es hier die Schulter, die zuerst müde wird. Locker den Arm ein bisschen, lass ihn ein bisschen liegen hier. Und wieder gerade. Bap. 2 Minuten. Ei, 2,5 Minuten. Wieder rausdrehen, come on. Locker den Arm. Entspann dich, leg den Arm ab ein bisschen. Und Wechsel. Der Wechsel ist doch schön, oder? Fühlt sich gut an. Guck mal, ihr habt jetzt schon fast 3 Minuten. Wer hätte das gedacht? Wieder nach vorne die Plank. Come on. 3 Stunden die Plank hier schon. Wir sind hier schon 3 Stunden dabei. Einige Leute gucken jetzt komisch. Würden mitmachen. Aber nein, wieder rausdrehen. Ne, 3 Minuten haben wir schon über 3 Minuten. Andere Seite. Hopp. Arm so ein bisschen lockern. 3 Minuten 15 Sekunden. Die 45 Sekunden, die nehmen wir noch mit. Wieder nach vorne. Klassische Plank. Wer hätte das gedacht? Bauch anspannen, bewusst. Und wieder rausdrehen. Come on, letztes Mal rausdrehen. Die 30 Sekunden hier. Andere Seite. Bam. Hoch. Du bist gut. Sehr gut. So, und jetzt kommt die schwerste Phase. 20 Sekunden noch nach vorne jetzt durchhalten. 20 Sekunden. Ja, fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Aber es geht. 15 Sekunden. 14. 13. Vorne bleiben. Hüfte oben lassen, Bauch anspannen, Beine anspannen, 10 Sekunden, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und Knie ablegen, hochkommen. Kannst du stolz auf dich sein, wenn du das gemacht hast, heftig. Wenn du dazu geguckt hast, spul wieder zurück die 4 Minuten und mach das mal. Das ist echt gut, das ist gut. Ja, ein Bein nach vorne und habt das auch fast geschafft. Wir machen noch ein bisschen lockern hier. Beine nach außen, Oberkörper tief, Arme tief, lass den Kopf fallen. Und dann komm langsam zurück, komm Wirbel für Wirbel nach oben. Und dann machen wir gar nicht so viel Blabla. Leicht nach außen drehen. Arme runterlassen. Leicht nach links und rechts. Und dann Arme nach vorne, Daumen nach außen, Arme nach außen.
leicht gebeugt, Schulter tief lassen. Der schönste Moment in der Stunde, ruhig einatmen und ausatmen. Ganz, ganz tief einatmen. Bei der Ausatmung Arme bitte weiter nach hinten schieben. Weiter nach hinten und dann die Arme runter langsam, die Schulter zweimal sehr weit nach hinten. Eins, zwei, hoch und fallen lassen. Hoch und fallen lassen und hoppi hoppi, links, rechts. Und einen wunderschönen Sonntagabend. Habt ihr geschafft? Sehr gut. Das war's. Leute, das war heftig, heftige Runde, oder? Ja, was soll ich sagen? Gibt's noch was zu sagen? Wir sind eine Stunde unterwegs hier. Ich hau hier nochmal das Intro rein und dann war's das von meiner Seite. Bis bald. Wenn es euch gefallen hat, das Programm, macht's nochmal. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar und wir sehen uns vielleicht bald in irgendeinem Park. Ciao. Surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We've got just one. Try.